Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Ich muss sagen, manchmal ist die Inkompetenz der österreichischen Post für mich fast schon putzig. Weil ganz im Ernst, wir haben ja in der letzten Zeit schon das ein oder andere Mal hier auf meinem Kanal gesehen, was passiert, wenn irgendein über- oder untereifriger Postmitarbeiter sein Stanley-Messer in die Grabbelgriffel nimmt und dabei an einem von meinen Paketen herumschnippelt. Ja? In 2 von 2 Fällen ist der Inhalt dann nachher kaputt und ich kann mich mit einer Schadensmeldung herumschlagen. Aber was ich hier jetzt auf meinem Paket habe, wobei ich dazu sagen muss, ich mache dieses Video jetzt eigentlich relativ mehr zur Gaudi. Ob das, was ich jetzt sage, tatsächlich wahr ist, ansatzweise dem entspricht, was sich wirklich zugetragen hat, ob das überhaupt ansatzweise was mit der Post zu tun hat, das kann ich natürlich nicht sagen. Aber irgendwie finde ich es relativ interessant, dass ich jetzt hier auf einem Paket von Zavi hier auf diesem Paket quasi einen versuchten Stanley-Messer-Schnitt habe. Also quasi ein versuchtes Stanley-Knife-Attentat, was allerdings auf der anderen Seite ist, was allerdings offensichtlich abgebrochen wurde, weil sich vielleicht jemand gedacht hat, okay, don't fuck with the Zock. Das geht im besten Fall definitiv nicht gut aus. Es kann natürlich auch sonst irgendwo im Lager passiert sein, aber für mich ist dieser Gedanke, dass man hier sich womöglich gedacht, wir könnten sie ja mal aufschneiden. Also nein, da ist ja tatsächlich ein Ding, mit dem man so aufmachen könnte. Das macht keinen Spaß. Wir hätten vielleicht so da drüber fangen müssen. Aber ganz wichtig an der Stelle natürlich auch für euch wieder ein kleines Update, weil es eben ein weiteres Paket von Zavi ist. Bei mir kommen aktuell alle Pakete von Zavi über das sogenannte FedEx International Connect Programm und werden eben dieses Mal interessanterweise nicht mehr von den Jersey-Inseln, sondern von Altrincham verschickt, das hat mir ja tatsächlich damals auch irgendein Zollbeamter gesagt, dass diese Guernsey-Inseln und so weiter so eine Art Steueroase für England sind und deswegen man bei diesen Paketen ganz besonders aufpasst, wenn was aus Guernsey kommt. Offensichtlich hat Zavi darauf reagiert und es kommt jetzt als Versender auch gar nicht mehr von Zavi direkt, sondern von The Hut Group, die ja eben schon The Hut waren, Play.com waren und dann eben Zavi sind. Und es kommt auch nicht mehr in diesen kleinen weißen Dingen bei mir überwiegend, sondern jetzt eben in solchen Kartons, ähnlich wie eigentlich die Amazon-Kartons waren, nur halt eben in diesem Fall mit einem netten Feindkontakt. Aber was ich interessant finde und was ich euch unbedingt sagen muss, normalerweise sollten diese Pakete von Zavi gar nicht mehr von der Post bzw. vom Zoll bearbeitet werden. Aber es kann trotzdem sein, ich habe jetzt eben auch schon von Zuschauern gehört, dass trotzdem, genauso wie es bei mir einmal war, diese gelben Bicker mit dem durchgestrichenen Euro auf einem Paket drinnen sind. Ich habe jetzt tatsächlich sogar eine Geschichte gehört, dass die Post offensichtlich, obwohl Zavi eine Sendung sowieso mit diesem IOSS vorab deklariert, dann aber die Post die Frechheit besessen hat, einen Warenwert von 1 Cent bei ihrer Verzollung anzugeben, wodurch natürlich 20% von 1 Cent kann man nicht einheben, aber man kann dann die 5 Euro Bearbeitungsgebühr draufklatschen. Das ist eine so fucking gigantische Frechheit, dass ich es einfach nicht fassen kann und hoffe, dass da jeder zu seinem Recht kommt. Ich würde an dieser Stelle bei so einer Schadensmeldung definitiv dann auch von mir aus eine Bearbeitungsgebühr dazu verlangen, zusätzlich zu den rücküberwiesenen 5 Euro, die natürlich eine absolute Selbstverständlichkeit zu haben sein. Aber bitte an der Stelle kann ich eben einfach nur jedem von euch raten, überprüft das, was die Post macht. Ihr könnt mit dem Link und mit dem Code auf diesen gelben Stickern, könnt ihr euch die Zolleinfuhrdokumente anschauen und runterladen und könnt sämtliche Diskrepanzen beim angegebenen Warenwert bzw. beim tatsächlichen Warenwert dann feststellen, könnt das beim Zoll reklamieren bzw. wenn etwas generell nicht verzollt hätte werden dürfen, ist dann eigentlich die Post für einen entsprechenden Schadensersatz zuständig. Aber so viel nur dazu, vor allem, wenn man es ja mittlerweile eh schon checkt, dass man die Finger von diesen Stanley-Messern lassen soll, dann kann man ja bei der Post mal sagen, hey,
Ihr habt mal was richtig gemacht. Geil!